Wie werden wir in Zukunft leben, arbeiten, wohnen? Das lässt sich nur schwer vorhersagen, obwohl bei der Prognose, wo die meisten von uns leben werden, sind sich eigentlich alle Experten einig: in Städten. Sie sind der Lebensraum der Zukunft. Im Jahre 2050 werden wohl um die 70% der Weltbevölkerung in Städten leben. Die Herausforderungen: bezahlbarer Wohnraum, Anpassung an Klimaveränderungen, nachhaltige Mobilität, Digitalisierung, Energieversorgung. Viele Baustellen in der Stadt der Zukunft. Eine Stadt für die Zukunft bauen. Das hat man auch in Heilbronn versucht, auf dem Gelände der Bundesgartenschau. Dies soll aber keine Smart City werden. Hier geht es nicht nur um Hightech und effiziente Infrastruktur. Im neuen Stadtteil am Neckar geht es vor allem um Lebensqualität, um möglichst viel Grün trotz dichter Bebauung, kurze Wege und bezahlbare Mieten. Wie kann die Stadt zukunftsfähig gestaltet werden? Ein komplexes Thema. Stichpunkte sind hier Mobilität, Energie, Vernetzung. Und eine weitere wichtige Frage: Können Städte immer weiter wachsen? Ein paar Visionen. Die Zukunft gehört den Metropolen. Schon heute leben die meisten Menschen weltweit in großen städtischen Ballungszentren. Ein Trend, der auch weiter anhalten wird. So werden wir morgen leben, sagt eine, die es wissen muss. Christine Ring ist Architekturprofessorin, war Leiterin des Deutschen Architekturzentrums und lehrt heute in den USA. Die Amerikanerin ist auch überzeugt: Statt immer weiter in der Fläche auszuufern, werden die Städte in den nächsten Jahrzehnten fast unweigerlich in die Höhe wachsen müssen. Die Stadt der kurzen Wege ist eigentlich das Ziel. Dass, wenn man aus der Haustür geht, dass man alles innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten Reichweg, also Laufweg hat. Und daher, wenn man mehr Menschen auf eine Fläche unterbringen möchte, dann muss es auch in der Höhe gehen. Vernetzte, individuell von Bewohnern gestaltete Innenstadthäuser mit modernen Etagenwohnungen wie hier in Berlin wird es künftig immer mehr geben, sagt Christine Ring voraus. Hinzu kommt: Ihren Energiebedarf werden viele der neuen Häuser dabei selbst decken. Aus Sonne, Wind oder eigenen Kleinkraftwerken. Überschüssige Energie geben sie an Gebäude ab, die noch keine Selbstversorger sind. Eigentlich mit den deutschen Baustandards von heute plus alle diese andere kleinteilige Energieversorgungen kann man mehr produzieren, als man braucht. Das ist eine sogenannte Energie-Plus-Haus. Und damit kann man, wenn man die Stadt auch insgesamt betrachtet, sieht man eine Balance zwischen die neuen Häuser, die mehr produzieren, und die alten Häuser, die natürlich ein bisschen mehr Energie brauchen. Statt Verkehrschaos und verstopfter Straßen wird es in der Stadt der Zukunft mehr Fahrräder, Busse und Bahnen geben, glaubt Architektin Ring. Öffentliche Elektromobile könnten Privatautos ersetzen. Ihre Vision: Den Strom beziehen die Elektrotaxis kontaktlos aus Gebäuden, an denen sie gerade vorbeikommen. Oder während der Fahrt aus Induktionsfeldern in der Straße. Das Ziel: Eine Stadt ohne parkende Autos. Stellen Sie sich vor, wenn keine Autos mehr parken auf der Straße, dann hat man eigentlich komplett andere Flächen. Man hat auch komplett, also mit nur Elektrofahrzeuge, hat man auch ein ganz anderes Geräuschpegel. Da kann man auch ganz andere Flächen bebauen, zum Beispiel neben der Autobahn oder in der Nähe von größeren Straßen. So heißen die wichtigsten Themen im künftigen Stadtleben Mobilität, Energieversorgung und Vernetzung. Faktoren einer vorausschauenden Stadtplanung, die alle drei fest im Blick behalten muss. Die Stadt der Zukunft muss für mich den Menschen wieder in den Fokus nehmen. Technologie muss im Einklang und Vorbild der Natur sein. Und dadurch entsteht eine lebenswerte Stadt. Die Zukunft gestalten, das will Oliver Töllner, verantwortlich für die Gesamtplanung des Bundesgartenschaugeländes in Heilbronn. Die Ausstellung ist die erste Kombination aus Garten- und Stadtausstellung. Töllner hat noch viel vor sich und sein Zeitplan ist straff. Denn es wird weitergebaut. Bis 2027 soll im Neckarbogen eine Stadtlandschaft entstehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da, wo die Stadtausstellung stattfindet, das ist schon so ein bisschen das Filetstück der Stadt, oder? Ja, es war eigentlich eine kaputte Bahnbrache. Hier war Infrastruktur, nördlich der Bahn war Bahnlogistik, und eigentlich war es ein weißer Fleck mitten in der Stadt. Okay, und wie haben Sie den jetzt dafür bekommen, dass man da jetzt nicht nur die Bundesgartenschau stattfinden lassen kann, sondern auch noch
sozusagen den ganzen Kiez hochzieht. Ja, es war schon eine Grundentscheidung der Stadt, natürlich zu sagen, man baut nicht an den Rändern. Wir sehen ja auch nur das Innenstadtmodell. Heilbronn, 125.000 Einwohner. Das ist eine kleine Großstadt, aber natürlich Potenzial für Urbanität. Und die Idee war letztendlich, dieses Areal komplett von der Bahn zu erwerben, eine Jahrhundertaufgabe, um dann mitten in der Stadt Urbanität wachsen zu lassen, nämlich auch mit städtischen Strukturen. So wie man im 19. Jahrhundert die Bahnhofsvorstadt am Bahnhof gebaut hat, wieder ein neues Stadtquartier auf der Gegenseite der Bahn hier entstehen zu lassen. Gut, jetzt hatten Sie ja auch viele Investoren, viele Bauträger, die sich da zusammengetan haben. Und es ist ja auch wirklich ein riesengroßes Gebiet. Was war denn eigentlich so die größte Schwierigkeit, etwas von so einer Dimension sozusagen mitten in der Stadt hochzuziehen? Ja, natürlich liegt unter so einem Bahnareal 100 Jahre Industriegeschichte. Und Heilbronn ist im Jahr 1944 fast vollständig zerstört worden. Das heißt, wir haben hier erstmal Altlasten saniert, wir haben Kampfmittel geräumt, wir haben Sprengungen vor Ort gehabt. Und erstmal aus so einem kaputten Areal wieder ein neues Stück Stadtboden zu machen, das war sicherlich die größte Herausforderung. 300 Tonnen Schrott und 13 Tonnen Kampfmittel ausgegraben, hunderte Bäume eingepflanzt, zwei Seen angelegt. Das Ziel, ein kompletter Stadtteil für 3.500 Menschen mit 1.000 Arbeitsplätzen mitten in Heilbronn. Am Bau beteiligt sind 19 Architekten und insgesamt 15 Investoren. Ihre Aufgabe? Nachhaltig bauen mit neuen Wohnkonzepten eine Stadt der kurzen Wege. Dies wird schon geprobt. Auf dem Gelände der Bundesgartenschau leben schon 500 Menschen. Jetzt haben wir hier ja die Modelle von den 23 Gebäuden, die schon in der Bundesgartenschau stehen. Was mir jetzt als erstes auffällt, ist die Unterschiedlichkeit der Gebäude. Also es ist ja schon kein Einheitsbrei, kann man sagen. Ne? Also wie ist das zustande gekommen? Wie hat man es geschafft, das Ganze dann doch so bunt zu gestalten? Ja, es sind zwei Prinzipien. Das eine ist, eine Einheit zu erzeugen. Das heißt, wir sehen hier drei Blöcke und trotzdem eine Vielfalt drin. Das heißt, Architekten durften maximal zwei Gebäude planen, die durften aber nicht nebeneinander liegen. Das heißt, erstmal eine Vielfalt von Architektur, die hier auftritt. Mhm. Okay. Innerhalb einer Bundesgartenschau Häuser bauen zu dürfen, ist ja sehr wahrscheinlich, versteht das jeder Architekt als so eine Art Spielwiese und kann sich richtig austoben. Was sind denn jetzt hier bei den Gebäuden Ihre persönlichen Highlights? Was natürlich deutlich heraussticht, ist das Holzhochhaus, was man natürlich in der Ausstellung erstmal lesen muss. Ja. Denn dieses ist mit Aluminium gedeckt, aber trotzdem reißt es jetzt mal die Hochhausgrenze. Also wirklich konstruktiv im Holzbau die Hochhauslinie zu erreichen. Viele Themen zum Brandschutz waren zu klären. Ein anderes Konzept, was hier ja für die Stadtausstellung, für das Stadtquartier sehr wichtig war, war ja auch so der soziale Zusammenhalt, den man gerne fördern wollte. Welche Projekte gibt es denn da in dieser Stadt? Ja, es hat natürlich viel auch mit Bodenordnungsfragen zu tun. Wir hatten hier von der Stadt her die Vorgabe, dass diese Grundstücke einen Festpreis bekommen, also nicht der beste Preis hier zählt. Und dass es auch noch Abschläge gab für soziale Nutzung. Also es ging darum, dieses zu fördern, dass die Vielfalt des Miteinanders. Und gerade der mittlere Block, hier haben wir Inklusionswohnen drin, aber auch Inklusionsarbeiten. Nebendran eine Baugruppe, also Menschen, die sich selber einen Architekt suchen, zusammen ein Stadthaus bauen. Aber auch, wie gesagt, viele Modelle auch des Studentenwohnens, des geförderten Mietwohnungsbaus drin. Mhm. Sollte ein Abbild unseres Idee einer europäischen Stadt auf Heilbronner Maßstab sein. Verdichtete Bauweise oder, anders ausgedrückt, viele Wohnungen auf wenig Raum. So schafft man mehr Platz für Grünflächen oder Seen. Gutes Klima wurde hier mit eingeplant. Direkt am Neckar in einer Bundesgartenschau. Das neue Stadtquartier hier hat keine großen Probleme mit der Hitze des Sommers. Andere Großstädte dagegen schon. Denn Stahl, Glas, Beton speichern die Wärme und die Frischluftzufuhr funktioniert auch nicht immer richtig. Deshalb ist es in manchen Städten auch 8 bis 10 Grad wärmer als auf dem Land. Stadtplaner und Architekten suchen nach Lösungen, um sich auf den Klimawandel einzustellen. 36 Grad und es wurde noch heißer. Immer dichter, höher, kompakter wird die Stadt. Ein enormer Baudruck lastet auf Berlin. Jede Lücke wird geschlossen. Mit viel Glas, Stahl und Beton. Das macht die Gebäude zu Hitzespeichern, meint Markus Becker. Mit dem Klimawandel muss man umdenken. Die Glasfassaden sind wärmetechnisch sehr schwer in den Griff zu kriegen. Dahinter ist es brütend warm
Und ich denke, in Zukunft wird man auch oft wieder zu Lochfassaden übergehen müssen, wo die Fenster wesentlich kleiner sind. Zurück zum Ziegelsteinbau. Mehr Balkone, die verschatten, helle Fassaden, die Sonnenstrahlen reflektieren, anstatt dunkle, die sie noch speichern. Bei tropischen Temperaturen werden Trinkbrunnen immer wichtiger. Berlin will 100 neue aufstellen, finanziert aus dem aktuellen Energie- und Klimaschutzprogramm. Fast 100 Millionen Euro für eine hitzeangepasste Stadt mit dem Ziel, dass man verschattet, dass man durchlüftet, dass man Verdunstungskälte erzeugt. Und Verdunstungskälte erzeugt man auf entsiegelten Böden und auf begrünten Fassaden und Dächern. Firmengärten sind ein neuer Trend. Die Terrasse einst grauer Beton, nun grüne Wohlfühloase der Mitarbeiter. Es arbeitet sich einfach viel besser in einen grünen und zum Beispiel so schöne Sonnenblumen hier umgeben. Das entspannt einfach viel besser und man ist natürlich viel, viel motivierter und kann sich auch viel, viel besser konzentrieren. 18.000 Dächer sind schon bepflanzt, aber das sind erst 3%. Auch die blaue Infrastruktur hat noch Potenzial. Die Gewässer sind enorme Sauerstoffspeicher, bieten Lebensqualität, wenn sie denn sauber gehalten werden. Diese offenen, unbebauten Naturräume leiten frischen Wind in die Metropole. Weil sie als Frischluftschneisen dienen, weil es dazu beiträgt, die Stadt zu kühlen. Und umso wichtiger ist für uns, den Zugang zum Wasser auch nicht zu verbauen und auch den Berlinerinnen und Berlinern offen zu halten. Immer mehr Menschen fliehen aus dem heißen Beton der Metropolen, suchen nach neuen sozialen und kulturellen Ankerplätzen. Flöße als Räume zum Austausch, da ist noch vieles möglich, meint Johannes Heeremann. Städte wie Antwerpen oder London machen es vor, seine Hoffnung für die Zukunft. Dass die städtischen Gewässer eben nicht nur als Wasserstraßen, sondern als öffentlicher Raum, als Naherholungsfläche für Schwimmen, für Kunst, Kultur, für alles Mögliche anerkannt werden. Noch gibt es nur wenige Hausboote auf den Berliner Gewässern, kaum bezahlbare Liegeplätze, zu wenig Visionen. Die Stadt braucht noch viele kluge Konzepte, um dem Klimawandel zu begegnen. Eine Stadt der Zukunft braucht neue Ideen für die Energieversorgung. Am Neckarbogen in Heilbronn will man vor allem die Kraft der Sonne nutzen. Ein Beispiel: das Aktiv-Plus-Haus mit Sonnenkollektoren auf dem Dach und an der Fassade. Das Gebäude produziert im Jahr mehr Energie, als seine Bewohner für Heizung, warmes Wasser und Strom benötigen. Beim Thema Nachhaltigkeit sticht dieses Gebäude besonders heraus. 34 Meter hoch, 10 Stockwerke. Man sieht nicht direkt, dass man vor dem größten Holzhochhaus Deutschlands steht. Die Fassade ist mit Aluminiumplatten verkleidet, die Stockwerke aus Sperrholz sitzen auf einem Sockel aus Stahlbeton. Wenn man an das Bauen in der Zukunft denkt, dann könnte Holz als Baustoff eine ziemlich große Rolle spielen, denn immerhin ist Holz ja ein nachwachsender Rohstoff. Das hier ist jetzt das Modell von dem größten Holzhochhaus Deutschlands. Herr Buchter, was ist so anders, wenn man so ein Gebäude aus Holz baut, als aus den üblichen Materialien wie zum Beispiel Beton? Es sind zwei Faktoren vor allen Dingen zu nennen. Zum einen der Planungsprozess, der ist deutlich aufwendiger. Gerade im höchsten Holzhochhaus Deutschland, das wir hier realisiert haben. Zuallererst haben wir uns im experimentellen Bauen auch befunden, haben uns mit Brandschutzthemen intensiv auseinandersetzen müssen, mit der Schallschutzthematik, mit verschiedenen Rahmenbedingungen, baulichen Lösungen, die wir einfach jetzt hier im Prozess erarbeitet haben. Und das Zweite ist natürlich die Schnelligkeit. Wir haben hier ungefähr ein Geschoss pro Woche erstellt, ausgenommen des Stahlbetons, der natürlich auch noch im Haus verbaut wurde. Aber im reinen Holzbau innerhalb einer Woche ein Geschoss zu erstellen, das ist natürlich ganz besonders und mit der konventionellen Bauweise nicht vergleichbar. Das heißt, wie kann man sowas schaffen? Das wird dann als Modul angeliefert oder wie läuft das? Genau, im Prinzip ist alles vorgefertigt, vorab genau definiert, wird dann in der Produktion maßgenau geliefert, kommt dann auch in der richtigen Reihenfolge auf die Baustelle, wird vom Kran gehoben und wie ein großes Puzzle, ein 3D-Puzzle zusammengesetzt und auf der Baustelle dann eben installiert. Wenn ich das jetzt aber vergleiche auch mit einem Betonbau, der ja bekanntermaßen relativ schädlich ist für die Umwelt, sehr viel Rohstoffe verwendet werden, sehr viel Sand beispielsweise verbraucht wird. Wie viel nachhaltiger ist denn der Bau mit Holz? Also rein auf Stahlbeton und auch rein auf Sand konnten wir zum Beispiel auch nicht verzichten. Im Stahlbeton haben wir das natürlich verbaut, aber ansonsten haben wir hier 1500 Tonnen Fichtentanne verbaut, entspricht auch ungefähr in der Lebensdauer 1500 Tonnen CO2. Die wir gebunden haben mit diesem Holzhochhaus. Und neben den Nachhaltigkeitsaspekten, was die Umwelt angeht, ist auch die Nachhaltigkeit des Wohnens gegeben. Die Trockenheit ist sehr hoch im Gebäude, das Wohnklima ist sehr angenehm.
Bei einem Holzhaus fragt sich, glaube ich, jeder, der dort einzieht, was tun, wenn es brennt? Also sprich, wie sicher bin ich in einem Holzhaus gesichert gegen Feuer? Also hier sehr sicher, insbesondere weil wir auch noch ein Holzhochhaus haben. Wir haben hier eine Sprinkleranlage verbaut und die Konzeption haben wir uns aus dem U-Boot-Bau abgeschaut. Es ist eine Hochdrucksprinkleranlage, die mit 100, 120 Bar Wasserdampf arbeitet und jede Flamme im Keim erstickt. Brandschutz ist beim Holzbau natürlich großes Thema. Deswegen kommen verschiedene Materialien zum Einsatz. Es entsteht ein sogenanntes Hybridhaus. Außen Aluminium und innen? Jetzt sind wir inzwischen angekommen im 9. Stock des Holzhochhauses. Herr Buchter, ich habe bisher aber noch nicht den Eindruck, dass ich wirklich in einem Holzhaus bin. Ändert sich das jetzt noch? Müssen wir den Eindruck gleich ganz dringend verändern. Wenn wir hier nach rechts in die Musterwohnung gehen, werden Sie schon wahrnehmen, ja, dass Sie sich in einem Holzhaus befinden. Wir befinden uns hier in einer Musterwohnung, um das Wohnen mit Holz auch deutlich darzustellen. Wenn Sie hier an die Decke schauen, dann sehen Sie auch tatsächlich das Konstruktionsholz. So ist es auf die Baustelle gekommen, hat hier noch eine Lasur erfahren. Und hier ist relativ viel Holz verbaut. Mit der Musterwohnung wollten wir auch darstellen, wie kompakt man wohnen kann und welcher Stauraum auch in einer kleinen Wohnung möglich ist. Und deswegen sind hier zahlreiche Einbaulösungen auch realisiert worden. Ja, ist aber eine Wohnung, die ist für einen Single-Haushalt konzipiert. Eine 39 Quadratmeter große Wohnung für einen Single-Haushalt. Kompaktes Wohnen zu bezahlbaren Preisen ist die Überschrift. Wir wollen breite Schichten der Bevölkerung mit unseren Wohnungen auch ansprechen. Wir halten auch alles im Bestand. Und ist das dann jetzt das Wohnen der Zukunft? Also muss man sich als Bauherr darauf einstellen, nur noch kompakte Einheiten zu produzieren, wo dann der Single wohnen kann? Und es hängt ja wahrscheinlich auch am Preis, oder? Die Anzahl der Haushalte steigt, nimmt stetig zu. Der Flächenverbrauch pro Person nimmt auch stetig zu. Wir als Unternehmen, als großer Bestandshalter, haben die Aufgabe, kompakt zu bauen. Nachhaltigkeit steht bei uns im Vordergrund, auch was den Flächenbedarf angeht. Und deswegen ist es für uns eine Herausforderung und eine extrem wichtige Frage der Zukunft, kompakte Bauweisen zu realisieren, um auch eben bezahlbare Preise anbieten zu können. Ein gut durchmischtes Quartier, geförderter Wohnraum, Eigentums- und Mietwohnungen, ein Ort für alle Schichten und Altersklassen. Das war das Ziel. Investoren, Stadtplaner und Architekten schreiben Konzepte und versuchen zu gestalten. Ob die Bewohner wirklich gerne im neuen Stadtteil leben, können nur sie selbst beschreiben. Also so könnte das Leben in der Stadt der Zukunft aussehen. Ich stehe jetzt hier neben einem Bewohner dieses Stadtteils. Warum sind Sie denn auf das Buga-Gelände gezogen? Es war mehr Zufall. Das ist dann natürlich, also wir haben eine Wohnung gesucht, möglichst in die Stadt reinzukommen zu einem guten Preis. Und dass es dann tatsächlich hier geklappt hat mit dem i-Tüpfelchen Bundesgartenschau, war natürlich dann optimal. Das ganze Quartier hier, das ganze Stadtquartier ist ja auch so konzipiert, dass es möglichst kurze Wege nur bieten soll. Ist das wirklich so, oder das funktioniert? Ist tatsächlich so, ja. Also müssen wir schon sagen, wir sind zu 5 Minuten in die Stadt gelaufen, zu Fuß. Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, alles Lebensmittel, alle Konsumgüter eigentlich, die wir hier zu Fuß erreichen können zum Kaufen. Zur Arbeit brauche ich auch zu Fuß nur 5 Minuten. Also man hat das hier tatsächlich schon sehr gut durchdacht, sehr gut konzipiert. Und da stimmt es dann auch tatsächlich, wenn eine Stadt mal sagt, es ist eine Stadt der kurzen Wege, trifft tatsächlich auch zu. Hat das auch irgendwie Ihren Lebensstil dann ein bisschen gewandelt? Also war da so ein Lerneffekt, so dass Sie jetzt sagen, jetzt benutze ich das Auto auch möglichst wenig, ich mache alles nur noch zu Fuß mit dem Rad? Natürlich, klar. Also ich habe jetzt mittlerweile über meinen Arbeitgeber Fahrradleasing gemacht, habe jetzt dann auch wieder ein Fahrrad. Wir hatten vorher 2 Autos, mittlerweile haben wir nur noch 1. Wir laufen sehr viel. Das Auto wird tatsächlich eigentlich nur mal für Großeinkäufe benutzt oder eben, wenn mein Partner zur Arbeit muss. Für solche Geschichten ist das Auto dann da, aber ansonsten laufen wir tatsächlich sehr, sehr viel. Was macht denn für Sie, außer den kurzen Wegen, die wir jetzt besprochen haben, was macht für Sie eigentlich das Leben in so einer Stadt lebenswert? Es ist grundsätzlich, das Leben in der Stadt ist immer wichtig, dass es Grünflächen gibt, dass es irgendwo auch eine Möglichkeit gibt, sich zu erholen. Und das hat man hier auf dem Gelände jetzt tatsächlich auch dann später nach der Bundesgartenschau, wenn dann wieder bebaut wird, hat man trotzdem noch die Grünflächen. Das, was man hier hinten raus sieht, eben ist tatsächlich auch, was dann das bleibt. Wir leben direkt am Neckar, wir können uns trotzdem erholen, wir können es auf den Balkon setzen, rausgehen. Das ist, denke ich, so ein Hauptfaktor, der tatsächlich, also für mich zumindest wichtig war, in der Stadt zu leben. Dass man nicht nur zwischen Betonwänden wohnt, sondern eben auch Orte hat, um sich zu erholen.
Am anderen Ende der Welt wird die Stadt der Zukunft anders geplant. Intelligente Gebäude, intelligente Transportsysteme, ein intelligentes Gesundheitssystem. Stichwort Smart City, inklusive totaler Vernetzung. Und hier soll der Stadtteil entstehen, mitten in Toronto, Kanadas Millionenmetropole. Direkt am Wasser, bestes Breitbandnetz, autonomes Fahren, Apps für die Mülltrennung. Alles möglich, alles denkbar, doch noch ist nichts davon zu sehen. Außer ein paar Skizzen. Dahinter steckt Sidewalk Labs, eine Google-Tochter, die hier den ganz großen Wurf plant. Klar ist aber auch, wenn du so eine Nachbarschaft planst, wirst du nie zu 100% zufrieden sein. Du musst immer Kompromisse eingehen. Ein Städtetraum mit Haken, sagt sie. Anne Kevoukian, sie ist Datenschützerin und Professorin an der Ryerson University in Toronto. Wenn wir nicht aufpassen, entsteht hier ein Stadtteil, der all deine persönlichen Informationen sammelt, wo du wohnst, wie viel Müll du produzierst. Ich meine, lächerlich viele persönliche Daten, von denen wir keine Ahnung haben, was mit ihnen passiert. Denn sämtliche Abläufe in diesem Stadtteil basieren auf den Daten der Bewohner. Jeder Schritt wird erfasst, jedes Nachbarschaftsfest per App organisiert. Toronto scheint dafür ein perfekter Ort zu sein, ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Viele wollen hier wohnen, noch mehr hier arbeiten. Ein neues Stadtviertel kommt da wie gerufen. Aber eines, das total vernetzt ist und seine Bewohner überwacht? Privatsphäre ist keine Religion. Wenn du deine Daten preisgeben willst, bitteschön, solange du es bist, der die Entscheidung trifft. Niemand sonst, nicht die Regierung, nicht die Privatwirtschaft, es muss deine Entscheidung sein. Natürlich wolle man die Privatsphäre der Anwohner schützen, sagt uns die Stadt auf Anfrage. Wie genau sie das machen will, lässt sie aber offen. Fragen, die sie bis zum Baubeginn in 3 Jahren wird klären müssen. Ich bin hier mitten auf der B39 oder besser gesagt auf dem kleinen Stückchen, was man davon übrig gelassen hat. Denn man hat diesen Streifen hier begrünt für die Bundesgartenschau. Und in einer Stadt der Zukunft, die man hier plant, will man jedem die Möglichkeit geben, sein Ziel per Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Denn in einer Stadt der kurzen Wege braucht man eine Bundesstraße nicht mehr. Eine der wichtigsten Fragen für eine Stadt der Zukunft ist die Frage nach dem Verkehr. Wie kann der effektiv geregelt werden? Denn zurzeit gibt es da ja viele Schwierigkeiten. Wir haben die Dieselproblematik. Die Elektromobilität kommt nicht wirklich voran. Und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es auch Probleme, viele Verspätungen, sogar Ausfälle. Gesucht wird also das Verkehrskonzept der Zukunft. Es geht auch darum, ganz klares politisches Zeichen zu setzen, zu sagen, wir machen jetzt ernst, wir wollen Elektrobusse kaufen und die Hersteller das Signal zu senden, es gibt einen Markt und wenn ihr clever seid, lasst ihn denen nicht an euch vorbeigehen. Ergänzt durch sowas wie Bike-Sharing und Car-Sharing, da wo es halt auch da mit den neuen Verkehrsmitteln nicht geht. So, dass die Fahrgäste nicht so lange an den Bahnsteigen warten, sondern wirklich direkt umsteigen können. Der Deutschlandtakt wird schon über 10 Jahre diskutiert und jetzt haben wir im digitalen Zeitalter die Möglichkeit, das besser zu schalten und wir werden den etappenweise einführen.
alle Belange, die wir heute verkehrsseitig auf den Weg bringen, müssen eben Zero-Null-Ziele haben, was die Sicherheit angeht. Wenn das nicht gegeben ist, werden wir diese hehren Ziele und auch herausragenden technologischen Anforderungen nicht erfolgreich auf den Weg bringen. Die Stadt der Zukunft gestalten, wie kann das gehen? Für Robert Kaltenbrunner und Peter Jakubowski spielt der Verkehr eine große Rolle. Der Zustand heute? Abgaswolken, Lärm, Staus. Zu viele Probleme für die Smart City von morgen? Was sind die ganz konkreten Punkte in der Stadt von heute? Was muss sich da für die Zukunft ändern? Es gibt ja dieses wunderbare Schlagwort, was aber trägt, von Jan Gehl, Städte für Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum Thema Verkehr ist es einfach so, dass wir, da sind wir uns auch und fast die gesamte Fachszene einig. Wenn wir Städte für Menschen wieder gestalten wollen, müssen wir vom überkommenen Leitbild der autogerechten Stadt wegkommen. Das war ein Irrweg, nicht von Anfang an, aber diese Dominanz über Jahrzehnte hat es eben zu Situationen in der Stadt kommen lassen, wo man nur noch quasi im SUV sich wohlfühlt in der Stadt und keiner darüber nachdenkt, was ist eigentlich außerhalb dieser Gefährte. Das ist ein Problem und wir glauben auch, oder ich glaube auch, das ist ein klimapolitisches Argument, natürlich Alternativen zum PKW zu finden. Es ist aber auch eins, was, glaube ich, sehr viel Lebensqualität schaffen kann. Und die Menschen wollen es, glaube ich, auch. Wer in der Stadt wohnt, ist nicht so wild darauf, immer Auto zu fahren. Ich glaube, wenn wir Alternativen schaffen, die Angebote verbessern, und da kommen wir vielleicht ja auch noch mal drauf, ist das ein Einstieg, der ganz wichtig ist, weil er viele Themenfelder der Stadt auch anpackt. Lebensqualität, das Klimathema, Hitzeinseln, wir gewinnen vielleicht Freiflächen für Grün und andere Nutzungen. Also ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch. Ist es denn Ihrer Meinung nach so, dass das Auto, weil es Stellplatz verbraucht, weil man im Stau steht etc., einfach weg muss, beziehungsweise es wesentlich weniger auf jeden Fall werden müssen, um die Qualität im Verkehr zurückzugewinnen? Oder ist beim Stichwort Smart City, wäre es auch möglich, durch totale Vernetzung alles so flüssig laufen zu lassen, dass man da auch besser zurechtkommt? Um beim letzten Punkt anzuknüpfen, glaube ich, dass es eine totale Illusion ist, dass wir ein Verkehrssystem hinbekommen, wo autonom fahrende Bots, ne, dann gibt es das Schlagwort Mobility on Demand, die uns also von jeder per App angegebenen Stelle abholen und dann zum Ziel bringen, raushören, dass das ein System ist, was funktionieren kann. Ich möchte das kurz begründen. Der ÖPNV, ob das U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen sind, kann viel mehr Fahrgäste transportieren, als es jemals so ein Bot kann. Da sitzen ein, zwei Leute drin, die werden immer ein Vielfaches an Flächenbedarf haben. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die Effizienz, gerade in den Großstädten dieser U-Bahn-Systeme oder Straßenbahn-Systeme, ist unerreicht. Das muss man einfach so sagen. Es ist teuer, aber im Verkehrlichen ist es eine gigantische Leistung. Da wird man niemals von wegkommen. Man muss auch sagen, dass diese autonom fahrenden Systeme zu einer extremen Erhöhung der Fahrleistung führen werden, weil die fahren immer. Die müssen zwar nicht mehr parken, aber entweder fährt man sie, ja, wie Lucky Luke sein Pferd, irgendwo hin und pfeift, dann kommt es zurück. Aber es wird nicht die ruhige, beruhigte Stadt sein mit solchen Systemen. Zudem, bis wann kann man sowas einführen? Heute ist das Auto in Deutschland durchschnittlich 9 Jahre alt. Ja? Ich glaube, wir haben 40 Millionen Pkw. Die Umschlagshäufigkeit wird sich nicht drastisch erhöhen. Das heißt, bis man solche Systeme implementiert hat, also rein logisch sehen wir da extrem große Grenzen. Und ich glaube, man muss flankierend den öffentlichen Nahverkehr stärken, also sozusagen, und auch im Image verbessern. Länder wie die Schweiz, unmittelbar benachbart, oder ein Hochindustrieland wie Japan, haben eine Kultur der hohen Akzeptanz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Da fährt auch ein Banker mit der Straßenbahn oder der Bahn. Das ist bei uns scheinbar undenkbar. Also es ist auch fast eine mediale Aufgabe und es ist politisch notwendig, also die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV als Alternative mit ins Spiel zu bringen.
ist sozusagen das Image des Fahrers, das hat sich enorm verbessert, gerade in der jungen Generation und den Möglichkeiten beispielsweise mit den dänischen Lastfahrrädern sozusagen auch familiengerecht was zu machen. Aber man muss auch sehen, dass sozusagen unsere Witterungsbedingungen oder auch die Großflächigkeit mancher Städte wie Berlin dem irgendwo auch Grenzen setzen. Also da wird neben Fahrrad, dessen Fan ich bin, den ÖPNV brauchen. Es wird immer auch irgendwie Autos oder wenn es autonom fahrende Gefährte sind, geben. Es muss einen zukunftsfähigeren Mix des Ganzen geben und damit die Dominanz des Autos zurückgefahren werden. Es wäre schon gut, wenn der ÖPNV pünktlich käme. Dann brauchte ich gar nicht so viele Apps, um rauszufinden, wie ich, wenn der Bus oder die Bahn nicht kommt, mit einem anderen Verkehrsmittel fahren könnte. Also diese Denke ist möglicherweise auch kompliziert um die Ecke. Ne? Also wenn er kommt alle 7 Minuten, der Preis stimmt, wären, glaube ich, alle deutlich zufriedener, als zu tippen, um die nächste Verspätungsumgehung irgendwie dann einzugeben. Ne? Mhm. Wir sind beide keine Fans dieser festgefügten Zukunftsvision, die gerne in Bildern transportiert werden, mit Flugtaxis vor grün bewachsenen Hochhausfassaden. Wir halten das für weitgehend interessensgeleitet von bestimmten Gruppierungen oder Dinge. Und wir glauben, dass es total sehr viel banaler um die Verbesserung dessen geht, was eigentlich schon da ist. Und dass das auch der Weg in die Zukunft sein wird. Wir glauben aber, dass es halt im Massenverkehr, auch wenn es irgendwie langweilig klingt, nicht, dass vieles von dem, was wir auch in den nächsten 40 Jahren brauchen, schon erfunden ist. Vielleicht muss man es besser machen, komfortabler, individueller. Aber wir sehen die großen Brüche da nicht unbedingt. Wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten. Ein wichtiges Motiv für uns ganz grundsätzlich war, dass jeder auch Teil der Stadt ist und dass Antworten nicht in irgendwelchen Großsystemen liegen, die von irgendjemand erfunden werden, von der Politik oder Industrie und dann implementiert, sondern jeder auch durch sein Verhalten, durch seine Präferenzen dazu beiträgt, wie die Zukunft sein wird. Und wir wollen auch ein bisschen vorgehen, es gibt auch so eine heuchlerische Komponente. Zum Beispiel wird betrauert, dass es keine Tante-Emma-Läden mehr gibt, aber das eigene Einkaufsverhalten sozusagen unterstützt das. Und das gilt genauso bei verkehrlichen Belangen. Also sozusagen auch sich ein bisschen Rechenschaft darüber abzugeben, was hat das für Wirkung auf Stadt oder auf die Gemeinschaft insgesamt und was kann ich bei mir selber irgendwie ändern, damit das irgendwie insgesamt besser flutscht. Und wie wird in Zukunft gebaut? In welchen Formen, mit welchen Materialien? Ein altbekannter Rohstoff wird gerade wiederentdeckt. 375 Segmente aus Furnierschichtholz bilden diesen bionischen Pavillon. Das Vorbild aus der Natur, zusammengefügt mit modernster Technik. Das ist jetzt ein ziemlich futuristischer Bau, wie ich finde. Mich hat er jetzt im ersten Moment an Bienenwaben erinnert, so von der Struktur her. Liege ich damit richtig? Ja, fast. Das ist die Struktur eines Seeigels und zwar die Verzahnung des Panzers, aber übertragen in Architektur. Das ist unser Musikpavillon. Okay, das heißt, man nimmt sich aber die Natur wieder zum Vorbild im Bau? Ja, es geht darum, die Formintelligenz der Natur zu übernehmen und dadurch Material zu sparen. Ein absoluter Leichtbau hier an dieser Stelle. Okay, Leichtbau, das klingt jetzt auch nach einem technischen ziemlichen Aufwand, so wie das so zusammengesteckt ist. Ja, und zwar sind hier mehrere Roboter tätig, die zusammen diese Kassetten bauen. Weil über 300 Kassetten, die sind alle unterschiedlich gefertigt. Das kriegt ein Zimmermann heute nicht mehr hin. Das heißt, die Computer übernehmen diese Formintelligenz aus der Natur. Und es hat zur Folge, dass wir mit möglichst wenig Ressourcen hier bauen können. Jetzt ist mir bei der Bundesgartenschau sofort klar, wofür das Gebäude da ist. Wir haben eine Bühne, es sind wahrscheinlich Musikveranstaltungen hier. Oder ich kann mich mal ausruhen, wenn es wieder 30 Grad sind, habe ich hier einen schönen Schattenplatz. Aber wofür ist dieses Gebäude genau errichtet worden? Was ist der Zweck, wenn die Bundesgartenschau mal vorbei ist? Ja, es ist Grundlagenforschung. Für die Besucher erstmal erlebbares, neues Bauen. Man sagt ja robotisches Bauen. Aber in Zukunft könnten solche Gebäude auch dazu dienen, die Stadt aufzustocken. Konkret ist die Idee, aus so einer Konstruktion ein Parkhaus in Innenstadtanlage mit einem zusätzlichen Kuppel als zusätzliche Ebene hier zu gestalten. Ist dann die Robotik so die beste Möglichkeit, um auch in der Stadt immer wieder mal nachzuverdichten, glaube ich, nennt man das? Also sprich, immer mal wieder noch mal ein Stockwerk irgendwo draufsetzen zu können? Ja, die Robotik hat den Vorteil, dass man diese natürlichen Konstruktionen nachbauen kann, in Architektur übersetzen. Und die Idee ist aber auch, die Fabrikation auf die Baustelle zu bekommen, dass die Roboter, hier sind zwei Roboter im Verbund unterwegs gewesen, dann auf der Baustelle auch dieses Gebäude hier erstellen.
Roboter brauchten die Architekten auch für den Bau des Carbon-Pavillons. Er soll leicht und gleichzeitig stabil sein. Glas und Kohlefasern werden miteinander verwebt. Der Pavillon wird programmiert und auf dem Gelände nur noch montiert. Gut, wenn das architektonisch jetzt die Zukunft ist, weiß ich gar nicht, wie ich mich damit fühlen soll, weil ein bisschen erinnert es ja schon an eine Spinne. Ist es auch wieder der Natur nachempfunden, diese Konstruktion? Also es geht hier um den Faserbau in der Natur, und zwar der Käferflügel ist elektronenmikroskopisch untersucht worden und der Lauf der Fasern ist auch eine Art statisches Gerüst. Und hier in Architektur, in dem Sinne Glasfaser und Kohlefaser wie auf einem Webstuhl nachempfunden. Ich bin ja schon sehr flexibel. Ich kann ein Holz sägen, wie ich wirklich will. Genau. Aber hier mit den Fasern heißt das, ich kann das Zeug wirklich in jede Form bringen, die ich will. So genau, also alles, was mein Webstuhl sozusagen spannen kann, das sind ja gespannte Konstruktionen. Also da gibt es auch tellerförmige letztendlich, wo der Webstuhl sozusagen im Kreis unterwegs ist. Dann entstehen letztendlich solche Waben. Und hier sind es ja mehr diese linearen Knochen, die dann zusammen dann letztendlich ein Traggerüst geben. Von der Ferne aus betrachtet, eben als ich hier hinkam, dachte ich, das Ding muss doch Tonnen wiegen. Dann sind wir ein bisschen näher rangekommen und dann habe ich mir das Ganze auch mal aus der Nähe angeguckt. Und hier jetzt wieder ist es genau umgekehrt, dass ich eigentlich dachte, ich könnte das Ding so durchschnippen. Ja, womit liege ich denn jetzt falsch und womit richtig? Also Sie haben jetzt hier die Glasfaser angefasst, das ist sozusagen die Unterlage, aber oben wird die Kohlefaser aufgelegt, ein sehr leistungsfähiges Material. Und so ein Abschnitt wirkt etwa 60 bis 80 Kilo, hat aber eine Bruchlast von 25 Tonnen. Das heißt also ein Material mit wenig Rohstoff, eine hohe Traglast in der Architektur. Okay, klingt nach einem großen Vorteil. Was genau kann ich damit machen? Also die Idee ist, nach diesem Ausstellungspavillon, der auch eine bauartbedingte Zulassung benötigt hat, konkret in Architekturanwendungen zu gehen. In dem Sinne, Fassaden leichter zu bauen, die vorher vielleicht aus Stahl gefertigt sind, hier die Kohlefaser, die Glasfaser als Tragmaterial einzusetzen. Das Leben in der Stadt wird auch immer teurer. Und wenn man an die Zukunft des Bauens und Wohnens denkt, darf man die Provinz nicht aus den Augen verlieren. Denn auf dem Land haben die Architekten noch Platz und können sich richtig austoben. Bleibach, Oberpfalz. Ein Meteoroid ist gelandet. Drinnen ertönt Scarlatti. Das war natürlich ein total ungewöhnliches Projekt. Am Anfang hat man gesagt, da kommt so ein Fitzcarraldo-Spinner und der will hier ein Opernhaus bauen. Ja. Und inzwischen, glaube ich, haben wir haben vielleicht mal gefühlte 90% dagegen. Jetzt haben wir gefühlte 90% dafür. Ein Konzerthaus. Thomas Bauer, der Sänger, und Peter Heimal, ein Architekt, beide aus der Region, wollten das Dorf und seinen ruinösen Ortskern beleben. Hochkultur statt Dorfgemeinschaftshaus. Initiator Bauer hat selbst mitgehämmert und anfangs neben kommunaler Unterstützung und Sponsorengeldern sogar privat gebürgt. Es wurde ein Erfolg, auch überregional. Seitdem lebt das Dorf wieder. Eine eindeutige Prognose können Sie am Ende nicht geben. Und ob das dann ein Konzerthaus ist oder eine Galerie oder etwas anderes, was irgendwie mit Kunst zu tun hat, man muss mit Herzblut dahinter sein, muss was riskieren. Auch er hatte etwas riskiert. Bürgermeister Thomas Brandt plante die Zukunft in der Prignitz, Brandenburg. 16 Ferienwohnungen aus einem verlassenen Plattenbau. Und hier stand er eben halt, ne? Und jetzt ist es alles wieder Natur. Die Natur holt sich das alles zurück. Leerstand wie in vielen ländlichen Regionen, auch in der Prignitz. Wer hier geblieben ist, richtet sich ein, auch ohne Bäcker, Bank und Bus. Es gibt kaum Arbeit. Seit der Einheit ist knapp jeder Vierte weg, vor allem die Jüngeren fehlen. Bürgermeister Brandt hatte vor Jahren die Idee, leerstehende Dreiraumwohnungen in der Platte aufzumöbeln. Neue Fenster, Bäder, frisch renoviert. Gut 70 Quadratmeter Eigentum im Grünen für 20.000 Euro. Doch es fand sich niemand. Stillstand seit 6 Jahren. Nun droht auch hier der Abriss, wie nebenan. Für ihn ist klar, was auf dem Land fehlt, die Grundversorgung. Daseinsvorsorger heißt in meinen Augen als ehemaliger Bürgermeister, dass der Staat verpflichtet ist, bestimmte Grundleistungen der Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Dazu gehört ein vernünftiger öffentlicher Personennahverkehr, da gehören vernünftige Dienstleistungen vor Ort für die Bürger, dass man eben auch eine gewisse Lebensqualität hat und sich nicht abgehängt fühlt und als Bürger zweiter Klasse behandelt.
Weiter östlich, die Uckermark. Architekt Thomas Kröger verwandelt hier leerstehende Scheunen, Ställe und Gehöfte in architektonische Perlen für Städter und Urlauber. Durchblicke, Ausblicke, Licht. Design und Materialien im Einklang mit der Natur. Schöner Wohnen für die, die auf Busse, Bahnen und Tante-Emma-Läden weniger angewiesen sind. Das ist im Moment die Potenz aus der Stadt, die kommt, die diese Ortschaften aufrechterhält. Ansonsten würden die auch großteils leer stehen. Es ist eine Chance für die Orte, die sich entleeren, weil es einfach ökonomisch ansonsten kaum Möglichkeiten gibt. Im österreichischen Vorarlberg haben sie schon vor Jahren damit begonnen, Abwanderung zu verhindern, Attraktivität zu bewahren, mit originellen Ideen. Erfolgreich. Dies ist eine Bushaltestelle, wenn auch ohne Dach. Arnold Hirschbühl war lange Bürgermeister. Seine Mission? Im Alltäglichen das Besondere entdecken. Ungewöhnliche Lösungen für alle im Ort. Es kommen wegen dieser Bushaltestelle sicher sehr viele Besucher nach Krumbach und schauen sich diese kleine Verrücktheit an. Ein Hoch auf den öffentlichen Nahverkehr. 7 internationale Architekten von Japan bis Chile schufen Kunstwerke des Wartens. Eine Initiative lokaler Architekten bezahlt mit Sponsorengeldern. Mobilität ist entscheidend. Lange warten muss man hier allerdings nicht. Das Netzwerk der Landbusse ist vorbildlich. Im Dorf geht man die Herausforderungen gemeinsam an. Zukunftsorientiert. Das jahrzehntelange Dogma des Eigenheims ist in Krumbach längst passé. Es ist zum Selbstverständnis geworden, das Einfamilienhaus ist eigentlich bei uns eine Seltenheit geworden. Seit 15 Jahren machen wir auch keine aktive Bodenpolitik oder keine Organisation für Bauplätze für Einfamilienhäuser. Das haben wir aufgehört und ersetzt durch die Mobilisierung von Baugrund für Mehrwohnhäuser. Krumbach setzt jetzt auf gemeinschaftliches Wohnen. Mieter und Eigentümer, verschiedene Generationen unter einem Dach. Der Bürgermeister wohnt inzwischen auch hier. Wir wissen in Vorarlberg, wenn wir so weitermachen, dass in 300 Jahren sämtlicher bebaubarer Grund verbaut würde, das ist völlig unverantwortlich. Wir müssen reagieren. Es ist ein Gebot der Stunde. Das ist ganz in seinem Sinne. Marc Michaeli, ein Architekt und Städtebauer, für den Stadt- und Landentwicklung nicht getrennt zu sehen sind. Sparen und 0815-Bauten haben keine Zukunft. Im ländlichen Raum ist die Gestaltungsmöglichkeit sehr, sehr viel größer als in den Städten, wo sehr vieles schon standardisiert ist. Und das müssen wir sinnvoll nutzen und nicht diese Standardisierungskonzepte auf den ländlichen Raum übertragen. Mutig auf lokale Kräfte, Materialien und Ökologie setzen. Das will man auch auf dieser Brache am nordhessischen Edersee, früher mal ein Bauernhof mit Campingplatz. Nun entsteht hier das Projekt Ways of Life des Korbacher Architekten Christoph Hesse. Visionäre Entwürfe internationaler Architekten fürs Wohnen 4.0. Energieautark, digital vernetzt. Keines dieser Häuser teurer als 250.000 Euro. Wir denken, wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass gerade junge Leute, die gut ausgebildet sind, nicht unbedingt in die Städte gehen müssen, um dort dann aktiv werden zu können, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist hier möglich. Das verheißen wir, indem die Industrie 4.0 bietet halt wirklich viele Chancen. Es gibt sie, die Ideen für die Provinz. Wie gut, denn wo sollen all jene hin, denen in der Stadt die Luft oder das Geld ausgeht? Es braucht nicht mehr und nicht weniger als gutes Internet, Kreativität, politischen Willen und lokale Überzeugungstäter. Wie also wird unsere Welt in Zukunft aussehen? Wie leben, wie arbeiten wir, was essen und was trinken wir? Viele Fragen. Wir werden weiter versuchen, sie zu beantworten. Auf unserem Weg in die Zukunft. Welches Jahr? 2047 würde ich sagen, da war ich noch nicht. Flugskompensator an. Läuft.